So, Friends, es geht weiter mit Tears of the Kingdom Moo. Und falls ihr auf YouTube noch nicht subscribed habt, wird halt Zeit, weil wir sind mittlerweile halt fast bei 20 Parts drin. Und das sind 20 Parts à 2 Stunden. Das heißt, ihr verbringt echt eine Menge Zeit mit mir. Ich finde, da sollten wir es einfach offiziell machen. So. Ansonsten Daumen nach oben sind auch gerne gesehen. Und an alle, die auf Twitch zuschauen, sagt den Leuten auf YouTube mal Hi, damit die sich nicht so alleine fühlen. Und wie ihr schon seht, ich war fleißig, ich habe offline ein bisschen weitergespielt und ich habe einfach alles an Amiibos eingescannt, damit ich das nicht jedes Mal im Video selber machen muss. Und ich war ein Fleißboy und ich habe mein Lieblingsoutfit. Yes! Ich habe hart gearbeitet. Ich habe so oft resettet, aber endlich habe ich's. I got it, boys. I got it. Es ist wunderschön und ich bin so glücklich, dass es existiert. Und ich habe halt auch das Skyward Sword Outfit. Und es ist wunderschön und ich bin so froh, dass es existiert. Ich habe das Outfit der grimmigen Gottheit. Und es ist so wunderschön und ich bin so froh, dass es existiert. Besonders, wenn man es mit dem leuchtenden Ivarok-Hammer zusammenpackt. Genauso, wie man es aus Majora's Mask kennt. Und ach nee, ich habe noch das Wind Waker Outfit. Warte mal, lass mich die kurz mal ordnen. Hier. Aber das haben wir, glaube ich, am Anfang gesehen, oder? Und davon habe ich sogar auch noch das Schwert und das Schild. Die habe ich ja auch schon vor Ewigkeiten bekommen. Genauso, wie man es aus Wind Waker kennt, würde ich sagen. Das ist wundervoll. Kann ich die Map zeigen? Warte. Das ist meine Map zurzeit. Wie macht ihr das eigentlich in Stream-Videos, dass das Spiel nicht so räudig wie auf der normalen Switch aussieht? Das sieht so aus wie auf der Switch. Das ist Direct Capture Footage. Das sieht genauso aus wie auf der Switch. Oder wie halt auf dem Fernseher eigentlich. Ich meine, es kann sein, dass die Kompression des Videos nochmal Qualität hinzufügt, indem sie Unschönheiten entfernt. Aber ja, an sich sieht das jetzt eigentlich nicht anders aus als es auf der Konsole aussehen sollte. Und by the way, du kannst das Spiel bereits in 4K emulieren. Das hast du nicht von mir gehört. Aber ich bin mir sicher, prominente Mitglieder aus der Community können das bestätigen. Zeig mal, wie ich Gleiter wechseln kann. Das ist mal ein Call, dem ich echt nachgehen möchte. Okay, Gleiter wechseln. Dafür müssen wir nach Hateno. Also ich kann nicht sagen, dass ich es bereits ausprobiert habe, aber was ich gesehen habe, sieht auf jeden Fall extrem, extrem gut aus bereits. Also was Emulation von dem Spiel angeht. That said, kauft das Spiel, unterstützt die Leute, die es gemacht haben. So, um euren Stuff einzufärben, ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, wo das geht. Ich weiß nicht, es geht in Hateno. Ich glaube, es geht hier, oder? Hereinspaziert? Hihihi, hereinspaziert. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Hateno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerialien dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. Für nur 20 Rubine färben wir deine Kleider in deinen Lieblingstönen. Du hast ja ein wirklich schönes Parasegel. Wir färben jetzt nicht nur Kleider, sondern bieten neuerdings auch eine Stofferneuerung an. Wenn du mir einen schönen Stoff bringst, kann ich dein Parasegel damit erneuern. Es ist immer wieder schön, neue Kundschaft begrüßen zu dürfen. Deswegen erhältst du als kleines Geschenk diesen Stoff. Junge, was geht ab hier? Warst du bereits bei Sephia am Eingang des Ortes? Das außergewöhnliche Muster dieses Stoffs stammt von Sargono. Okay. Man kann in jeder Region einen neuen Stoff finden? Das ist cool. So, ich möchte mein Parasegel erneuern. Genau. Ich nehme dir gerne den Stoff dafür ab.
Und ich möchte, welchen wollen wir denn? Oh, das sieht halt schon sick aus eigentlich. Oder halt das Wind Waker Ding. Das sieht aus wie so ein Yoko Taro Logo eigentlich. Ich glaube, ich will das hier haben. Alles wird vorbereitet. Gleich kann das Wunder beginnen. Und fertig. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch im Laden. Bis bald. Und tada. Das ist voll cool. Das ist voll cool. Und so ändert man den Gleiter. Gute Schwerter droppen ab und an, wenn du Amiibos benutzt. Aber du kannst gute Schwerter auch im Untergrund finden. Ich glaube, ich habe mittlerweile echt einige gute Schwerter, die halt ganz okay sind, so. Aber ja, ich habe auch noch viel Trash, von daher. Wobei das hier ist, das ist ein Amiibo-Schwert. Das ist, glaube ich, sogar das aus Wind Waker, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist das Wind Waker Schwert und auf jeden Fall das Wind Waker Schild. Und das Wind Waker Outfit. Aber ich finde das hässlich. Deswegen möchte ich es nicht mehr haben. Ah, ich muss die eigentlich upgraden. Was mich dazu führt, dass ich eigentlich noch weiter die Feen bespaßen muss. Was mich dazu führt, dass ich... Ach nee, das können wir nicht machen. Ja, ich kann das Ding nicht upgraden. Das macht mich auf jeden Fall sad. Ich brauche irgendein schönes Körperteil, welches ich upgraden kann. Und ich glaube, das Schattengewand könnte es sein. Ich glaube, das könnte es werden. Ich hab ein gutes Gefühl dabei, ehrlich gesagt. Ich würde auch das hier gerne irgendwie einfärben. Ach, so viele Dinge, die ich gerne machen möchte. Warte mal, das können wir vielleicht auch noch schnell machen. Wieso emulierst du nicht, wenn es gibt und merkt eh niemand? Ich emuliere nicht, weil ich ein Spiel, wenn ich es das erste Mal spiele, gerne auf der Originalkonsole erleben möchte. Und sehen möchte, wie es die Entwickler intendiert haben, sagen wir es so. Und sobald ich die Erfahrung gemacht habe und weiß, was mich normalerweise erwarten würde, dann bin ich voll bereit, das ganze Ding zu emulieren und tot zu modden und sämtliche Grafikmods und Grafik-Enhancements zu installieren, weil dann kann ich zumindest sagen, ich weiß halt, wie es sein sollte. Und jetzt ist halt alles cool, jetzt habe ich es halt erlebt, alles ist super. Und shit, ich muss nach da hinten, ganz schnell. Wenn da gerade schon der Drache rumfliegt, muss ich das ausnutzen. Gefühlt sieht man die hier einfach so viel öfter als in Breath of the Wild. Das ist krass. By the way, hi Vivi, was geht ab? Und 5 Stunden heute Mods! Ey, 5 Stunden ist das Minimum. Bei Breath of the Wild habe ich hier einfach 10 Stunden gesessen teilweise. Ah ne, es ist bereits richtig, daher... Komm schon. So. Nein, hör auf Quatsch zu machen. Ich muss zum Drachen. Ich brauche meine Schuppen. Boah, ich habe einen Rechtschreib... Ach, ich hab Sunnen geschrieben. Ach du Kacke. Ja, warte. Lass mich kurz den Drachen ärgern und dann fixe ich meine Rechtschreibung. Vor allem, da steht er schon seit gestern. Da hat keiner was zu gesagt, möchte ich mal so anmerken. Okay, das ist unfassbar praktisch hier. Jetzt fliegen wir ihm quasi entgegen und das ist halt richtig gut.
So, und was man hier, glaube ich, braucht, ist auf jeden Fall das hier. Und ich habe gelernt, dass du alle 10 Minuten so ein Ding von einem Drachen looten kannst. Das heißt, ich könnte jetzt halt auch auf ihn draufspringen und auf ihm rumreiten. Und alle 10 Minuten könnte ich ihn einmal mit meinem Schwert hauen und würde was droppen. Und I hate it. Das war in Breath of the Wild cooler. Vielleicht hat das eine Story-Geschichte, eine Story-Reason, ein Story-Grund. Aber ich bin irgendwie eher Fan von dem Breath of the Wild-Ding, dass du die halt gezielt spawnen und looten kannst und nicht so wie es jetzt ist, dass du halt hoffen musst, dass sie auftauchen und du sie dann einfach mit einem Pfeil abschießen kannst. Aber naja, es ist halt, was es ist. So, jetzt kann ich meinen Schreibfehler beheben. Wobei, zugegeben, gestern war auch keiner da. Gestern haben alle selber Breath of the Wild gespielt. Alle haben kollektiv gesagt, nee. Tears of the Kingdom? Not in my household. Wir spielen Breath of the Wild nochmal durch. Hast du einen Moment Zeit, dir mein Leid anzuhören? Ich möchte unbedingt meine Färbetechnik perfektionieren. Genau wie Sagono würde ich gern Stoffe mit einzigartigen Designs kreieren, aber so etwas selbst zu erfinden ist gar nicht so leicht. Ich möchte ein Stoffmuster nach dem Vorbild eines Schleims anfertigen. Aber ich bin ängstlich. Hätte ich nur eine Vorlage. Ein blauer Schleim? Haben wir ein Bild? Keine Ahnung. Ich möchte färben. So, die ganze Garnitur, Farbe wählen, das ist in Ordnung. Also, ich finde die weiße Farbe für den Hoodie eigentlich voll cool, aber die Hose geht gar nicht. Sekunde. Uno momento. Kleidung färben. Ich möchte färben. Dann wechseln wir fix die Hose auf irgendwas hiervon. Okay. Jetzt färbt er nur den Hoodie, das finde ich cool. Ja? Nice. Meine Katze kam gerade rein und meinte, wobab. Ich dachte mir, nice. Läuft, mein Freund. Oh, das ist Trishik. Die Farben passen wunderbar zu deinem bunten Wesen, das einfach nur aus Weiß besteht. So, okay. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Das finde ich cute. So, und dann gib mir noch meine Hose zurück. Sieht das jetzt besser aus als vorher? Ich bin noch hin und her gerissen. Auf jeden Fall. Feuer der Liebe. Ich wünschte, sie bliebe die Liebe. Du sammelst Spurtkröten für mich. Ich sammle auch noch welche. Dann wird Effi hin und weg sein. Das hat jedenfalls mein Freund meines Freundes gesagt, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall was schuldig. Also, was hättest du gerne? Ich bin hier, um Fräulein Effi, nein, um den Eingang des Dorfes zu beobachten. Ich habe keine Zeit dafür, mit der hergelaufenen Kern zu sprechen. Außerhalb des Dorfes geht es drunter und drüber wegen des Katalysmus. Eine Wahl? Bla, bla, bla. Beobachten. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Ich mag es sehr einfach, die Prinzessin daten möchte. Das ist schon eine Ansage so. Oh,
Oh mein Gott, leuchten die Augen im Dunkeln? Das ist ja cool. Oh mein Gott, das ist voll nice. Okay, warte, ich muss kurz mal schlafen. Dann können wir mal gerade mal diese Wahlquest fertig machen. Wir schlafen bis mittags, so wie es sich gehört. Ich meine, es ist halt eine eng anliegende Hose, aber eigentlich liegt sie gar nicht so eng an. Da ist die hier schon schlimmer, finde ich. Aber irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Eigentlich gehen sie alle klar. Hier, das ist eine schöne Hose. Das sieht aus, als ob die dicksten Beine der Welt. Hier, beste Hose. Beste Gewinnerhose einfach. Leuchtet sogar im Dunkeln. Oder die hier, die ist farblich tatsächlich gar nicht so schlecht. Oh, come on! Nee, da lege ich mich direkt wieder hin. The vibe continues to deteriorate. Runter. Runter, nein. Ab ins Bett. Warum runter? Besser. Link hat einfach unten im Brunnen geschlafen. Okay, so. Wir müssen jetzt 5 Leute finden, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ach, hier sind einfach Kröten. Das finde ich funny. Ich hätte gar nicht so viel Stress machen müssen. Die sind einfach alle hier oben, so. What? Und ich bin extra in den Brunnen gesprungen hier. Crazy. Muss ich in die Häuser auch reingehen? Ich glaube, ich war in Breath of the Wild noch nie in diesen Häusern drin. Okay, das sieht jetzt nicht unbedingt spannend aus. Ey, dieser Hintergrund war auch unglaublich viel Arbeit. War das viel Arbeit? Hey, Sigmunda. Hier läuft's ganz gut. Ich bin soweit sehr happy. Ich stimme zu, wenn Leute sagen, dieses Spiel überfordert ein bisschen. Weil halt, ich eier jetzt seit 20 Minuten rum und habe essentiell noch nichts geschafft. Und das liegt hauptsächlich auch daran, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. So, es ist überwältigend auf jeden Fall. So, du hast noch keinen Pilzhut auf. Das heißt, dich müsste ich, glaube ich, ansprechen, ne? Als Feld kann man das noch nicht bezeichnen. Ich soll noch etwas dran arbeiten. Also dann, was macht ein Reisender wie du an so einem Ort? Freiheit ist wohl das Beste zum Reisen. Es muss Schicksal dein sein. Lass mich dir ja über diesen Ort erzählen. Dies ist das Feld der Schule in Hateno. Zumindest ist es ein Stückchen Land, das früher als Feld genutzt wurde. Ich arbeite daran, es zu pflegen, damit es wieder als Anbaufläche genutzt werden kann. Es war ein hartes Stück Arbeit, dieses verwirrte Stück Land so weit zu bringen, dass es, bis es urbar wird. Kann ich helfen? Hier ist ein Hyrule-Pilz. Hier. Ein Geschenk von Sagono. Dankeschön. Die Welt der Mode steht einfach zu, dreht sich einfach zu schnell für uns alte Leute. Aber ich unterstütze jeden Bürgermeister, der dafür sorgt, dass die Jugend gerne in diesem Dorf lebt und bleibt. Ah, nice. Es gibt halt echt viel zu tun. Das ist halt wirklich krass so. Ich meine, auch wenn vieles aus Breath of the Wild schon bekannt ist, irgendwie ist es halt trotzdem geil so. Es ist irgendwie krass. Du bist es, Link. Wir haben uns ja schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Link, du bist zurück? Oh, verzeih meinen Überschwung. Ganz offensichtlich bist du zurück. Das siehst du dann wohl, das Prinzessin Zelda?
Ich hatte das schon befürchtet, als ich dich alleine hier sah. Also ist die Prinzessin weiterhin wie vom Erdboden verschluckt. Wusstest du, dass diese Schule hier auf Geheiß von Prinzessin Zelda aufgebaut worden ist? Ja, das weiß ich. Das haben wir in ihrem Dings gelesen. Okay, dir können wir keinen Pilz geben. Das finde ich sehr schade, aber es ist okay. Ich bin übrigens immer noch hart am Schneiden des Reviews. Es ist halt so ätzend, weil ich mache halt so einen Punkt und sage, oh ja, by the way, wusstet ihr, dass alle Brunnen irgendwie eine Wasserquelle haben? Und dann muss ich halt erstmal 2 Stunden nach irgendwie Footage suchen, wo so ein scheiß Brunnen ist, wo ich da reinspringe, um zu zeigen, dass da Wasser unten ist. Es dauert halt so lange, weil ich einfach 30 Stunden an Footage für dieses ganze Ding bereits habe. Oh Gott! Das habe ich davon, dass ich immer möchte, dass die Videos die besten Videos der Welt werden. Aber es dauert halt immer super lange, bis die Dinger dann fertig werden. Stressig, aber was soll's. Hey, Shima. Es hilft halt auch nicht, dass das Video irgendwie einfach 45 Minuten lang ist. Das macht es halt auch nicht einfacher. Aber naja. Muss man durch. Hier ist soweit alles gut. Okay, du hast bereits einen Pilzhut auf, das heißt, du bist nicht so wichtig für mich. Jetzt bin ich auch schon wieder aus dem Dorf draußen, oder? Hier ist überraschend wenig los. Weißt du, da hätten sie ruhig mal so ein Song of Storms Dude reinstellen können. Einfach als kleiner Ocarina of Time Callback. Halt, sie callbacken noch eh die ganze Zeit, hätten sie das auch noch machen können, finde ich. So, das hätten sie noch machen können. So, kann ich dir vielleicht einen Pilz geben? Nein. Ja, das ist bei mir halt auch so. Ich laufe halt, ich denke mir halt, weißt du, jetzt machen wir halt mal, keine Ahnung, halt die Fee hier. Dann laufe ich halt hier so lang und plötzlich explodiert hier hinten irgendwie was und ich denke mir, weißt du, da gehen wir erstmal hin. Dann finde ich einen Schrein, dann muss ich da noch hin. Dann finde ich halt irgendwas anderes, dann muss ich da noch hin. Und ah! Sie haben es halt echt richtig gut gemacht, dass du ständig so vom Weg abkommst und irgendwas anderes machst. Oh, dich habe ich hier noch nie gesehen. Willkommen auf dem Hatino Bauernhof. Wie schön warm die Sonne heute wieder scheint. Meine Kühe sind immer glücklich, wenn sie ein Sonnenbad nehmen können. Hier ist ein Hyrule-Pilz. Ich meine, Sonne, fragwürdig, aber geht schon. Frittiert sind die prima zwischendurch. Versteh mich bitte nicht falsch, ich weiß ein kleines Geschenk zu schätzen. Aber meine Tochter Kuyin und ich und Tok, wir machen uns nichts aus Mode. Das Feld nützt einem da wenig. Schön, wenn das alles ist, wozu du hergekommen bist. Wenn du hier wärst, weil du frische Milch haben möchtest, wäre das ein Problem. Wieso Milch? Sag nicht, du hast noch nie von der leckeren Milch gehört, die es hier auf dem Hof gibt. Meine Kühe bekommen ganz besonderes Futter zu fressen, das ich selbst mische. Das macht ihre Milch so köstlich. Leider finde ich in letzter Zeit kaum noch Eicheln, ein wichtiger Bestandteil meines Kuhfutters. Früher konnte man haufenweise Eicheln im Wald hinter dem Hof finden, doch mittlerweile sieht es da eher mau aus. Vermutlich wegen der Eichhörnchen, die sich dort wie wild vermehrt haben. Wenn man die irgendwie erschrecken könnte, würden sie die Eicheln sicher fallen lassen, aber sie sind viel zu flink. Ach, solange ich nicht mindestens 3 Eicheln haben kann, kann ich leider keinen Kuh. Hier sind die Eicheln. Ist das dein Ernst? Wenn das so ist? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Hier, nimm die von mir als kleine Aufwandsentschädigung. Wohlbekommt's. Ah, oh, es ist einfach dasselbe Logo wie aus Ocarina of Time. Oder war es Majora's Mask? Ah, die eine Portion hatte ich für besonderen Anlass aufgehoben. Schau ruhig vorbei, wenn du in Zukunft hast. Okay, 3 Eicheln equals 1 Milch. Das finde ich gut. Du
Du musst dir das Waffenhaltbarkeitsding vorstellen wie so ein Balken essentiell. Du hast halt den einen Balken der einen Waffe und dann hast du den Balken der zweiten Waffe und du kannst halt den Balken der ersten Waffe runterkriegen und dann eine zweite draufpacken und dann wird halt der Balken von der zweiten Waffe runtergearbeitet, bis die weg ist. Aber dann ist der Balken der ersten Waffe immer noch klein und sobald du es dann zum zweiten Mal machst, geht der Balken für beide gleichzeitig runter und beim zweiten Mal verpuffen dann beide. Ist ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen kompliziert. Eigentlich ist es ganz einfach, aber ich kann es nicht einfach erklären. Also, dumm gesagt, nein, es wird nicht resettet. So, wenn du das zweite Mal was zusammenmorphst, dann hast du halt essentiell eine frische Waffe, aber dann gehen halt beide kaputt irgendwann. So, wen kann ich hier noch fragen? Ich meine, prinzipiell ist ja genau das was Tears of the Kingdom und auch Breath of the Wild richtig auszeichnete. Ich denke mir, also ich habe mir gerade so gedacht, wie cool es wäre, wenn ich jetzt einfach die Quest auswählen könnte und sagen könnte, dass jetzt hier auf der Map die ganzen NPCs auftauchen, denen ich halt noch einen Pilz geben kann. Aber irgendwie zeichnet das ja das Spiel aus, dass sie halt nicht auftauchen, sondern du sie halt selber suchen musst. Hier ist ein Hyrule-Pilz. Ist das etwa ein feiner Pilz, den du mir da bringst? Es scheint, als würden Sargonus Pilze plötzlich über aus der Erde sprießen. Mir tränen ein bisschen die Augen bei dieser knalligen Farbe. Meine Familie, meine Freunde in meinem Alter pflegen das Leben etwas ruhiger anzugehen als diese junge Dame. Trotz allem wäre es unhöflich, sein großzügiges Geschenk abzulehnen. Vielen Dank. Fünf Dorfbewohner muss ich noch aufsuchen. Kann ich einfach den Hühnchen die Dinger geben? Das sind zufälligerweise fünf. Ich will zu meinem Freund. Okay, wo ist dein Freund? Wir helfen dir. Ausnahmsweise helfe ich dir mal. Was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Sieht so aus, als würde er ein Rauchsignal schicken. Aber ich bin so erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Okay, ich helfe dir. Pass auf. Wir schaffen das. Zusammen kriegen wir das hin. So, wo muss ich dafür hin? Er ist da vorne. Okay. Das heißt, wir müssen das schon mal so hinstellen. Dann kommst du da drauf. Und dann habe ich doch bestimmt noch eine Rakete irgendwo. Hier. So. Gute Reise, mein Guter. Das ist das Beste, Alter. Jedes Mal wieder. Es hat sogar geklappt. Es hat sogar geklappt. Oh mein Gott. Es hat sogar geklappt. Nein, es klappt nicht so gut. Er rast geradezu aufs Meer zu. Nein, er crasht da vorne. Es hat fucking geklappt. Oh mein Gott. Junge. Ey, es hat einfach hingehauen. Ich drehe durch. Ich drehe durch. So. Hier. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier ein kleines Dankeschön dafür. Tschüssi.
Ey, das mit dem Krogspieß über dem Feuer habe ich auch gesehen. Das muss so endlange gedauert haben, diese ganzen Krogs zusammenzusammeln. Du musst die ja literally halt so durch die Gegend tragen, Alter. Und dann halt 3 Stück davon. Ein Entfinder dieses Briefs. Ich brauche Hilfe! Ich war gerade beim Fischen, als mich ein Sturm überraschte und ich in einer nahegelegenen Höhle Schutz suchen musste. Meine Kleider waren noch nicht trocken, da stürzte plötzlich ein Felsen vor der Decke und verschloss den Zugang. Ich konnte ein paar Leuchtsamen durch die kleine Lücke nach draußen pressen, die sich jetzt im Wasser schwimmen müssten. Mit etwas Glück spült die nächste Flut diese Flaschenpost und die aufgeblühten Leuchtfahnen an die Küste. Wenn es geklappt hat, wenn du das liest, hat es geklappt. Also werter Flaschenpostfinder. Könntest du bitte der Spur von Leuchtfahnen und Leuchtsamen folgen und mich aus der Höhle befreien? Das wäre nett. Hängt der da hinten irgendwo? Sehr mysteriös. Ich mag es, dass hier super viel Trash rumliegt. Oh, ich will ihm nicht helfen, aber ich komme nicht drum herum, glaube ich. Los geht's. Was soll's. Schon okay. Hier lag doch erstens eine Batterie rum. Warte, das war nicht richtig. Hä? Why, dude? So. Dann muss er so nach hier. Damit wir das Gleichgewicht der ganzen Sache zerstören. Jetzt lag hier doch gerade irgendwo noch so ein Ventilator rum. Da vorne. Okay, so. Außerdem ist ein Krog hier irgendwo. Anscheinend hier. Das passt, das passt. Ach, okay, so geht das. Nice! So, okay. Dann wollen wir mal. Hilft ja nix. Wir fahren jetzt echt auf die Insel da hinten, oder? Geht's hier vielleicht weiter? Okay, vielleicht auch nicht. Sieht auf jeden Fall soweit sehr aufregend aus.
Weißt du, so viel zum Thema, wir suchen jetzt die ganzen Bewohner und machen die Bürgermeister-Sidequest. Hasse dieses Spiel. Oh Mann. Aber naja, was soll's. Wir tun was Gutes, wir retten den Dude. Okay, sehr gut. Gerade weit genug gekommen, dass ich hier die zweite Batterie draufpacken kann. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Muss ich Angst vor dem Ding da hinten haben? Ach nee, das ist einfach nur... Okay. Das hier sieht sehr strömungsmäßig aus. Ups. Oh Gott, oh Gott. Ich bin nicht dafür kalkuliert, jetzt noch mehr mitzunehmen. Okay. Das ist richtig, richtig cool. Gib mir Leuchtsteine, Bruder. Gib mir Leuchtsteine. Und gib mir auch alles andere, was hier liegt. Ich bin sehr dafür. Ich bin extrem dafür gerade. Hau raus, hau raus. So, noch kurz auf die andere Seite. So. Den nehme ich auch noch mit. Mehr Leuchtsamen sind immer gut. Das gibt's doch nicht. Ach, endlich mal wieder so ein paar coole Steine hier. Endlich mal wieder ein paar Kristalle und Edelsteine und Leuchtsteine und alles. Wer bist du? Ach, ist auch egal. Du bist meine Rettung. Ich stecke hier ziemlich in der Patsche. Hast du meine Flaschenpost bekommen? Bist deswegen gekommen, um mich zu retten? Oh, da bin ich aber erleichtert. Das war meine letzte Hoffnung. Nach dem, was in Angestellt passiert ist, konnten wir nicht mehr fischen. Ich bin aufs Meer rausgefahren und dann bin ich in einen Sturm gekommen und habe mich in dieser Höhle geflüchtet. Habe mich geflüchtet vor allem. Und ich bin da nicht mehr rausgekommen. Es war ein Unglück nach dem anderen, aber jetzt ist alles wieder gut. Das mit der Flaschenpost hat wirklich geklappt. Endlich habe ich wieder Glück. Dann geht's mit dem Handel bestimmt auch bald wieder aufwärts. Hier, das habe ich in der Höhle gefunden. Eigentlich wollte ich meinen Fund jetzt mit nach Hause nehmen, aber du sollst ihn haben. Hiermit möchte ich mich zumindest ein wenig für deine Hilfe revanchieren. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, dann kauf doch etwas meinen Waren. Ich bin glatt schon wieder ein Verkaufsgespräch geschlittert. Was soll's, bis dann. Cool, okay, so, das war eine kleine Detour, die ich gar nicht machen wollte, aber ist schon okay. Ich wollte schon sagen, wenn jetzt hier die ganze Zeit Mineralien wachsen. Warum sage ich hier Mineralien? Das sind
Aber wie nennt man die Dinger überhaupt? Kristalle? Edelsteine? Edelsteine! Erze, genau. Wenn jetzt an diesem Wahrpunkt auch die ganze Zeit Erze wachsen würden, wäre das schon ein bisschen cool. Wohnst du hier? Kann ich dir einen Pilz geben? Sag mal, du hast mich doch aus der Höhle gerettet. Ach du Scheiße. Okay, dann zeig mal, was du verkaufst. Okay, Fische, das ist okay. Was mache ich nur? Springe ich einfach in den Teich? Nein, er ist doch viel zu tief und ich kann doch gar nicht schwimmen. Hoch? Wieso schaust du mich so an? Bist du ein Kunde? Hier ist ein Hyrule-Pilz. Ah. Oh, von Sagono, was? Ich sag ja nicht, dass Pilze nicht hübsch aussehen. Nur muss ich sie deswegen nicht gleich anziehen. Und ich bin nicht die Einzige, die so denkt. Das Paar vom Gasthaus war sich dieser Sache auch nicht einig. Es ist bestimmt nicht immer leicht, wenn ein Ehepaar einen anderen Geschmack hat als man selbst. Ein Ehepartner. Aber du scheinst es mit dem Geschenk gut zu meinen. Falls du wegen dem Bauernhof hier bist, könntest du bitte meinem Vater auf dem Feld reden. Ich muss irgendwie an die Flaschenpost im Teich kommen. Aha, aha. Huch, das wollte ich nicht. Jedes Mal wieder drücke ich nach oben. Oh Mann. Komm ich da dran? Nicht von hier aus, ne? Habe ich eine Axt? Nicht so wirklich. Ah, sick. Das nimmt man doch immer gerne. Ich habe eine Eichel gefunden. Okay, das sollte jetzt aber lang genug sein. Aha, na bitte. Neue Spezialität mit Bürgermeister Fermentierung Käse namens nicht von der Reife. Na dann. Okay, meine Freundin, hier ist deine Flaschenpost. Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich keine Zeit... Huch. Was? Das ist doch die Flaschenpost meines Urgroßvaters. Aber wie hast du... Hast du die für mich aus dem Teich gefischt? Vielen Dank. Nun finde ich endlich heraus, wie man den Bauernhof neu beleben kann. Moment, ich lese mich gleich mal hinein. Mal sehen. Oh ja, das ist definitiv seine Handschrift. Ach, da werde ich ganz nostalgisch. Puh, aber diese Krackelschrift kann man auch nur entziffern, wenn man, wie ich, die Erfahrung mit Urpas Briefen hat. Ach ja, das muss ein H sein und dann ist das sicher ein K und dann heißt das vielleicht neue Spezialität mit Bürgermeister, Fermentierung, Käse, namens nicht voller Reife. Oh ja, das könnte sogar funktionieren. Entschuldige, ich muss die Idee meines Großvaters sofort in die Tat umsetzen. Ich bin im Haus, falls mich jemand sucht. Hey! Das Haus da drüben. Besuche mich doch später mal, damit ich dir etwas zum Dank geben kann. Eventuell kann ich eine neue Spezialität für den Bauernhof, ach was, für die ganze Stadt machen. Das wird prima. Ja, work, bitch, würde ich sagen.
Geh und koch einfach die Seele aus deinem Leib. So, wir müssen zum Gasthaus. Anscheinend ist da noch ein bisschen was. Wo auch immer das... Ach, hier ist das. Okay, das macht Sinn. Ich finde es jetzt für dieses Spiel nicht so wirklich schlimm, dass sie das nochmal recycelt haben, essentiell, weil sie relativ viel an der Map gemacht haben, dass es wieder neu und frisch wirkt. Aber wenn sie jetzt halt ein Sequel zu Tears of the Kingdom machen und die Map ein drittes Mal benutzen, dann bin ich, glaube ich, ein bisschen pissed. So, dann, das kann man halt so einmal machen, das ist okay, und sie haben viel gemacht, um das halt cool zu machen. Aber ich glaube, ein drittes Mal können sie den Stunt halt nicht pullen, so, deswegen... Ich erlaube es für dieses Spiel, aber das nächste soll bitte eine neue Map wieder haben. So, okay, das war es auf jeden Fall nicht. Ist er vielleicht hier? Nein. Ist er vielleicht hier oben? Auch nicht. Wer hätte gedacht, dass Watago derart stur sein würde? Dabei hat er doch früher mal auf mich gehört, also bevor wir verheiratet waren. Könnte er nicht wenigstens seinen Hut von Sargon oder sowas tragen? Ich verstehe nicht, warum er sich dagegen sträubt. Kann ich helfen? Ach, keine Zeit für Selbstgespräche, ich muss doch arbeiten. Guten Morgen, das heute ist Wetter wirklich schön. Willkommen im Gasthaus Sahel. Möchte ich uns einkehren? wenn er sich auf der Terrasse ausruht, okay. Naja, du hast halt für 6 Jahre erstmal den ganzen Shit hier oben, der halt krass viel ist. Dann hast du hier unten eine ganz komplett neue Map, die halt fucking neu ist alles. Und dann hast du halt diese ganze Map einmal komplett überarbeitet, wo überall neuer Shit ist. Überall sind neue Objekte, überall sind neue Events, überall ist die Landschaft komplett neu gemacht. Also das ist nicht so, als ob sie einfach copy-pasted haben und das war's. So, die haben da schon ordentlich was gemacht. Daher, nur zu sagen, das ist halt die gleiche Map, ist halt schon ein bisschen so nicht richtig eigentlich. Titanen gibt's keine mehr. Ah, da ist er. Perfekt. Willkommen, Kamerad. Ach, Entschuldigung. Ich arbeite zwar im Gasthaus, aber wenn du etwas brauchst, dann frag doch bitte am Empfang. Meine Frau Primella ist gerade dort. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, sagt sie mir bestimmt, ich soll endlich auch wieder Kleider von Sargono tragen. Oh, deshalb gehe ich jetzt zur Zeit aus dem Weg, in der Hoffnung, dass ihre Obsession irgendwann mal nachlässt. Ich hätte nie gedacht, dass Primella jemand ist, der auch was wegen Modo macht. Brauchst du irgendwas? Hier ist dein Harold-Pilz. Oh, für mich? Danke sehr. Das wird meine Frau sehr glücklich machen. Sie liebt Sargono Sachen. Ich fürchte, mir steht die Mode leider nicht so richtig. Meiner Frau dafür umso mehr. An ihr sieht es jedenfalls alles so hübsch aus. Queen vom Bauernhof oben hat eine ganz ähnliche Einstellung zu Sargono wie ich. So, auf jeden Fall. Titan gibt es keine mehr. Es gibt generell so gar kein Shika-Zeug mehr so richtig. Es gibt so vereinzelt noch kleine Sachen, aber halt auch die Türme sind weg, die alten Schreine sind weg, die Titanen sind weg, dein Shika-Stein ist weg. Sie haben schon versucht, das Spiel anders als Breath of the Wild zu machen, auch wenn es sich halt gleich spielt, so. Ich werde mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, es ist ein komplett neues Erlebnis. Es ist immer noch sehr wie Breath of the Wild, so von der Struktur her und vom Aufbau und von der Progression. Aber sie haben halt schon viel gemacht, um es neu sich anfühlen zu lassen. Und das kann ich halt auch nicht sagen, dass sie das nicht getan hätten. Was ich jetzt noch voll cool fände, wäre, wenn ich jetzt einfach noch so ein paar Dudes finden könnte. 3 Bewohner, das wird doch wohl möglich sein. Hier werden doch irgendwo 3 Bewohner rumlaufen, die einfach keinen Hut aufhaben.
der hier? Die machen vielleicht komische Sachen. Ach, entschuldige, bist du etwa ein Tourist? Das hier ist Hateno, ein Dorf der Felder und Weiden. Früher lebten wir hier friedlich im Einklang mit der Natur, aber in letzter Zeit herrscht im Dorf ständig reges Treiben. Es fing alles an, als die liebe Sagono wieder zurückgekehrt ist. Meine Tochter Primella und die anderen haben auf einmal alle diese auffälligen Hüte von Sagonos Modenmarke getragen. Aber für Leute wie mich und meinen Schwiegersohn Vatago ist dieser Modekram nichts. Aber bitte entschuldige mein Gefasel, nachdem du extra einen so weiten Weg auf dich genommen hast. Genieß deine Zeit im Dorf. Wie kann ich dir helfen? Hier ist ein Pilz. Oh, der ist von Sagono, sagst du. Vielen Dank. Wir vom älteren Schlag sind oft nicht so ganz auf dem neuesten Stand, was Mode betrifft. Solange der neue Bürgermeister sich gut um das neue Dorf kümmert, ist mir jeder und jede recht. Okay, so, zwei noch. Hab ich dich schon gefragt? Ich kenne diese Person nicht. Was machst du hier? Oh, jetzt, wo ich ihn besser sehen kann, er ist wirklich attraktiv. Oh Mann, relatable Content. Wenn du möchtest, hier bitte. Ach, ich war so angetan von dir, dass ich dir mein kostbares Ei gegeben habe. Bitte vergiss, was heute geschehen ist. Work, bitch. Deine Gefühle sind wie ein Hühnerei, so zerbrechlich. Daher bitte ich dich inständig zu vergessen, was heute geschehen ist. Ich kann nicht. Deine Gefühle sind dann wie ein Hühnerei. Ein Bissen meines siebten Himmel. Aber auch ganz schnell weg. Daher bitte ich dich inständig zu vergessen, was heute geschehen ist. Ich kann nicht. Ach, das bringt nichts. Ich hatte mich gefragt, ob man Eier von der romantischen Seite betrachten könnte. Aber im Grunde sind Eier doch einfach am besten, wenn man sie kocht und genießt. Ich werde jetzt weiterarbeiten. Die Läden und der Unterstand sind rund um die Uhr geöffnet. Also geh und genieß deine Zeit. Brauchst du noch was? Hier ist dein Harold-Pilz. Du bringst mir den von Sagono. Ah, vielen Dank. Pilze kann man auf viele Art und Weisen zubereiten. Sie schmecken sogar roh. Ich mag Pilze. Ich rede hier von Essen. Pilzkleidung geht gar nicht. Bis vor kurzem wäre sowas in diesem Dorf völlig undenkbar gewesen. Die Bauernfamilien hier können damit nichts anfangen. Kann man es ihnen verübeln? Ich klaue mir noch ein Ei. Da ist noch ein Ei. Es gibt auf jeden Fall einen Haufen alte Rüstung, aber es gibt auch viele neue. Also ich habe noch nicht so viele neue, weil ich mich noch nicht so richtig auf die Suche gemacht habe. Aber ich habe meine Ballonhose, die leuchtet. Und das ist halt ein Set, auf das ich sehr gespannt bin, wie es aussieht, wenn es vollständig ist. Und ich weiß, dass es noch wesentlich, wesentlich mehr gibt, die neu gemacht wurden. Aber ich bin, wie gesagt, erst am Anfang, daher so viel Stuff habe ich noch nicht. Also was heißt Anfang? Ich bin halt storymäßig, glaube ich, bei der Hälfte, weil ich jetzt zwei Tempel fertig habe. Aber ich habe halt quasi noch nichts gesehen von dieser Map. Okay, ein Dorfbewohner muss ich noch finden. Ist vielleicht hier am Tor noch irgendwo einer, außer der Dude hier? Das ist Hateno, bla bla bla. Vater, weit entfernt von ihr arbeitet, kümmere ich mich ums Dorf. Ich bin kein Eindringling. Die Frage lässt sich halt super einfach beantworten. Wenn du Breath of the Wild mochtest, wirst du das hier lieben. Das hier ist einfach mehr Breath of the Wild. Und zwar so fünfmal mehr einfach. Aber wenn du mit Breath of the Wild nichts anfangen konntest, wirst du mit dem Spiel auch nichts anfangen können. Ich glaube, du wirst das hier sogar noch weniger mögen als Breath of the Wild. Daher. Das ist halt so ein Ding, da brauchst du gar nicht lange nachzudenken. Wenn du halt den Vorgänger mochtest, ist das hier 180-fach besser. Und wenn du den Vorgänger nicht mochtest, ist das hier mehr von etwas, was du nicht mochtest.
Also vom reinen Content her, wenn man das einfach so total nüchtern betrachtet, würde ich sagen, das lohnt sich total, das Geld dafür auszugeben. Du hast so viel, was du machen kannst. Du hast einfach so viel zu entdecken. Du hast so viel, mit dem du rumspielen kannst. Diese ganze Sandbox-Mechanik mit dem ganzen Zusammenbauen und alles ist so cool. Aber du musst halt so Open-World-Stuff mögen. Und wenn du das halt nicht isst, dann hast du halt Pech gehabt. So, dann, Sad life einfach. Kann mal wer raushauen, wo ich jetzt die letzte Person finde? Bist du das? Muss ich dich nochmal ansprechen? Ah, ich glaube, das war sie. Clavia. Oh, dich habe ich doch schon gesehen. Du warst in der Boutique Zephyr, nicht wahr? Du weißt noch, als es um die Bürgermeisterwahl ging? Die Sache wird langsam etwas heikel. Die sind beide so stur. Naja, andererseits ist es vielleicht ganz gut, auf diese Weise endlich mal klare Verhältnisse zu schaffen. Aber genug davon. Mich beschäftigt etwas ganz anderes. Und zwar muss ich unbedingt vor der Bürgermeisterwahl etwas klären. Was beschäftigt dich? Oh, das interessiert dich? Dann sage ich es rundheraus. Es geht um meinen Mann, Riedner. Mein Gatte, dieser Kerl. Er schließt sich jede Nacht in unsere Hütte ein, aus völlig unerfindlichen Gründen. Wenn ich ihn danach frage, will er partout nichts verraten. Er sagt, es wäre geheim. Ich würde ihm niemals nachspionieren, abgesehen davon, dass er mich sofort entdecken würde. Ich mache mir nur solche Sorgen, dass diese nächtlichen Ausflüge seine Chancen bei der Wahl beeinträchtigen könnten. Ich wäre bestimmt geplatzt, wenn ich das für mich hätte behalten müssen. Ein Glück bist du vorbeigekommen. Bitte geh mittags in unsere Hütte, wenn mein Mann nicht drin ist, und finde heraus, was er da zu schaffen hat. Ich bezahle dich natürlich auch dafür. Das Problem ist nur, dass die Tür fest verschlossen ist. Darauf achtet er sehr. Durch das Fenster passt niemand, aber vielleicht kannst du ein Loch oder etwas ähnliches hineingraben. Ja? Ah, kann ich dir den Pilz geben, damit ich ihn los bin? Ich habe die Collectors Edition. Und dann habe ich es nochmal physisch von Nintendo bekommen. Daher, ich bin versorgt, was physische Dinge mit diesem Spiel angeht. Weiß man, wo sie wohnen? Warum sind hier Frösche drin? Ist das Haus wahrscheinlich nicht. Ich schätze, das wird das Haus sein, ne? Oder auch nicht. Vielleicht ist es das hier. Vielleicht auch nicht. Hätte ja zumindest mal raushauen können, wo sie wohnt. Ich habe tatsächlich keine Frösche zu Hause. Ich glaube, das bekäme den Katzen nicht gut. Wohnt sie vielleicht hier? Oh, dich kenne ich doch. Bist du nicht der Reisende, der unseren kleinen Streit in der Boutique Zephyr miterlebt hat? Machst du dir etwa Sorgen um mich? Ach, das stimmt ja. Ich habe mich zu sehr aufgeregt. Im Nachhinein ist mir das ganz schön unangenehm. Ich hätte sowas auch gar nicht nötig. Ich habe nämlich zwei streng geheime Pläne, um Sagono auszustechen. Naja, einer davon lässt sich bis zu den Bürgermeisterwahlen sich dann nicht mehr umsetzen. Aber der andere könnte aufgehen. Ich überlege nämlich, ein nostalgisches Geschmackserlebnis wiederzubeleben.
Früher, da hat mein Großvater mit jemandem aus dem Dorf an einem neuartigen Nahrungsmittel gearbeitet. Damals war die Welt einfach noch nicht so weit, dass er seine Arbeiten mit dem Prototyp beendete. Ich war damals noch ein kleiner Bub, aber die cremige Konsistenz ist mir immer positiv im Gedächtnis geblieben. Ich hatte immer schon die Idee, daraus irgendwann meine Dorfspezialität zu machen. Sollte mir das ausgerechnet jetzt noch gelingen, hätte ich von Sagono nichts mehr zu befürchten. Nur leider weiß ich im besten Willen nicht mehr, woran mein Großvater gearbeitet hat und mit wem. Aha, aha. Glas Milch vom Bauernhof? Hab ich nicht, Okay, dann muss ich wahrscheinlich mit der anderen Tante reden, ne? Das ist alles so krass verzwickt mit diesen ganzen Quests hier, oh mein Gott. Verriegelt und verrammelt. Eintritt strengstens verboten. Okay, so, hier haben wir das schon mal gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie lange das nach Breath of the Wild spielt, aber ich glaube, es sind 5 Jahre oder so. Also ich habe irgendwo gehört, dass es 5 Jahre wären. Oh fuck, der Dude ist schon wieder da hinten. Ah! Warte, das geht. Bestimmt sind 10 Minuten vergangen, das heißt, ich kann ihm noch ein Horn abluchsen. So. Ich habe ihn irgendwo gesehen, auf jeden Fall. Ich hoffe, das schaffe ich. Okay, perfekt. Wo war Hateno nochmal? Okay, ich muss nach hier gucken. Irgendwo da müsste er rumfliegen. Ach, da ist er. Perfekt. Kann ich vielleicht noch ein Bild machen, wenn wir schon mal dabei sind? Sehr gut. Na komm, na komm, na komm. Schon. Pust mich nochmal los. Das sollte reichen, hoffe ich. Perfekt. So, einmal in den Abgrund, bitte. Nice! Okay, das ist cool. Vielleicht finde ich das doch nicht so schlecht. Zumindest sind ihre Routen vorhersehbar, Mann. Das macht es schon mal einfacher. Und ich habe einen Barthaar auf meinem Mikrofon. Ew. So, okay. Wir sollen uns mittags in dieses kleine Häuschen da oben reinschleichen, was prinzipiell möglich wäre, wenn wir irgendwo eine kleine Höhle finden könnten.
Ist hier ein Brunnen oder so? Ah, hier sind diverse Brunnen. Brunnen? Ich sage, der Nordbrunnen von Hateno ist es. Und schwupp. Tada. So, warte. Jetzt muss ich aber hier irgendwie nach da kommen. Stell dir das vor, es würden einfach Bomben unter deinem Dorf wachsen. Das fände ich halt schon ein bisschen scary. War ich hier schon mal? Witziger Kram. Ich dreh durch. Na komm. Ah, na bitte. Verdammt. So. Auf jeden Fall. Ich glaube, nee, das hier war es nicht, oder? Doch, das hier war es. Hier sind wir richtig. Verdammt. Hier sind wir doch nicht richtig. Ah, das war der falsche. Warte mal. Was war das hier? Ich Idiot. Einfach mal beim Esel rauskommen. Kann man machen. Lass mich das nochmal fix markieren, damit ich auch dieses Mal richtig laufe. Stell nicht die Markierung weg. Okay, hier ist richtig auf jeden Fall. Ah ja, das sieht sehr gut aus. Dann droppe ich einmal den Dude hier und ich droppe einmal den Dude hier. Warte einmal bis mittags und dann komme ich da mal hoch und guck mal nach, was da los ist. Wenn das Kind uns Licht die ganze Welt färbt. Warum kommt das so oft, Alter? Ey, Throwback, als einfach das in Breath of the Wild ganze 6 Stunden nicht kam. 6 fucking Stunden, okay? Oh, er ist gar nicht hier.
Entwicklungskonzept für eine neue Kürbisart. Ich bin der Meinung, dass das frische Gemüse und die Milch, die hier produziert werden, den Reiz von Ateno ausmachen. Allerdings kommt man nicht umhin, zu bemerken, dass die jüngere Generation keinen rechten Bezug mehr zur Ernte hat. Bevor ich dieses Problem nicht löse, kann ich mich nicht guten Gewissens als Bürgermeister bezeichnen. Daher habe ich zusammen mit dem äußerst begnadeten Bauern Nakin eine neue Art Kürbis entwickelt. Er entspricht in Farbe und Form und Gestalt ganz dem neuen Zagonus-Stil, der bei der heutigen Jugend sehr populär ist. Dies erwies sich allerdings als schwieriges Unterfangen und so konnten wir ihn der Allgemeinheit noch nicht vorstellen. Sehr mysteriös auf jeden Fall. Oh, bist du die letzte Person, die ich brauche? Hier ist ein Hyrule-Pilz. Yes! Endlich! Ein Geschenk von Zagono. Zagono hier, Zagono da. Da wird schon eigentlich der Rummel drum gemacht. Aber für mich ist das nichts. Ich weiß, dass die Dame bestimmt sehr hart arbeitet, aber für uns Bauern ist dieser Mode nur unnötiger Quatsch. Trotzdem danke für den Pilz. Uff, endlich! So, Friend. Oh, du hast die Pilze schon verteilt? Oh, wie ich sehe, hast du sogar schon all meine kleinen Geschenke zugestellt. Wie schön. Das wird sicher einigen dieser Riednerwähler die Augen geöffnet haben. Bitte sehr, als Zeichen meines Dankes. Danke. Das ist ein sehr wertvoller Pilz, den man nur ganz selten findet. Du gehörst ja auch zu Team Zagono, also iss den Pilz und mach dich bereit für die Bürgermeisterwahl. Oh, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Vor geraumer Zeit hatten sie doch mich doch gewählt, meiner, die nachts immer wegschleicht. Ach stimmt, ich erinnere mich. Warte, sie haut ja ab, ne? Wo gab's hier ein Feuer? Ach, sie geht hier rein, oder? Sie haut bestimmt nach da drin ab. Warte mal. Okay, bevor ich da jetzt wieder irgendwie so ein Ding setze, das funktioniert dann sowieso nicht. Mache ich doch flugs nochmal einen auf den hier und den hier. Schleichen wir eh nochmal hinterher. Kommt sie da raus? Nur, dass ich das nochmal richtig lese. Bisschen Geduld, okay. Dann beobachten wir mal. Derweil ein bisschen mehr von meinem Drink, damit ich ein bisschen wacher werde. Prost. Und sonst so? Guten Tag gehabt? War das Wochenende bisher angenehm? Wie geht's Mann und Kindern? Läuft die Karriere noch? Wie sind die Arbeitskollegen so? Ah, na bitte, da passiert was.
Ey, ein Glück bin ich einfach Mr. Assassin's Creed hier. Ey, sie geht wirklich hier rein, oder? Die Bitch. Oder? Kann ich etwa da rein? Ich muss gar nicht so mega dumm wieder in den Brunnen und dann darunter hochkommen. Oh, nice. Okay, ich glaube, sie ist drin. Also gut, sieht aus, als hätte mich niemand gesehen. Zeit für eine weitere geheime nächtliche Schlemmerei. Oh, das ist die heutige, das heutige Gourmet-Gemüse. Oh, dieser Glanz, diese Form, dieser Duft. Oh, ein umwerfendes Aroma. Ohne weiteres Tamtam, dann kosten wir einfach mal dieser Köstlichkeit. Yum, 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 yum. Ach, köstlich. Keinerlei Bitterstoffe. Der Beweis, dass ausschließlich reines Wasser verwendet wurde. Dass auch die Schale mundet, ist dem Können des Gemüsezüchters und der Qualität des Bodens zu verdanken. Ganz ehrlich, das beste Gemüse stammt eben aus Hateno. Es ist nahrhaft, aber niemals füllend. Ach, man sagt mir nach, ich sei glamourös und extravagant, aber in Wahrheit liebe ich das Simple und Schnörkellose. Ach, das lässt sich nicht leugnen, fürchte ich. Aber jetzt bin ich satt für heute und gehe wohl besser wieder nach Hause. Wenn ich mich nicht beeile, wird Sephora noch misstrauisch. Ah! Da ist ja nicht mal was drin. Ich bin schockiert und traurig gleichzeitig. Ey, ich kann nicht mal lesen, so. Wie soll ich da Synchronsprecher werden? Oh, die Bitte meiner Schwester zu verfolgen, kam in sicher ungelegen. Was? Das Vorratslager gegenüber? Im Ernst? Ich hatte irgendwie etwas Spektakuläres erwartet. Naja, meine Schwester gibt sich ja immer so mondän und extravagant. Aber mal ganz unter uns. Tatsächlich liebt sie schlichte Dinge und das simple Leben hier in Hateno über alles. Sie hat wahrscheinlich erzählt, dass der Grund für ihre Rückkehr ihr Schaffensdrang, für ihre Weiterentwicklung und sowas war. Aber in Wahrheit wollte sie einfach wieder das Gemüse aus ihrer Heimat essen. Zumindest wenn sie mich fragen, aber das tut ja sonst auch keiner. Naja. Ich bin nur froh, dass sie nichts Skandalöses getrieben hat. Da bin ich schon ziemlich erleichtert. Hier zum Dank. Meine Schwester kann manchmal ganz schnell nerven. Dabei wollen Riedner und Sagono eigentlich dasselbe. Also anstatt diesen Aufwand zu betreiben, könnten sie doch einfach zusammenarbeiten, oder nicht? Ah, jetzt muss ich ja noch seine Frau finden und ihr petzen, was er heimlich treibt, ne? Erst so in die Karotte reinschieben. Yikes! Wo ist deine Frau? Da vorne. Oh, guten Morgen. Wie läuft's denn so? Schon irgendwelche Neuigkeiten? Er möchte eine neue Kürbissorte entwickeln? Darum war er in letzter Zeit so oft bei Narkin. Er hätte doch mit Sagono zusammenarbeiten können. Das wäre wohl zu einfach gewesen für den verbohrten Störkopf. Ich bin so erleichtert, dass ich jetzt die Wahrheit kenne. Das erklärt so einiges. Wie dieser Vorfall in der Boutique Zephyr. Jetzt gibt das natürlich alles vollkommen Sinn. Oh, entschuldige, das ist etwas zwischen meinem Mann und mir. Vielen Dank, dass du das für mich rausgefunden hast. Ich habe dir eine Bezahlung versprochen und ich halte mein Versprechen.
Die beiden haben so viel gemeinsam. Wenn sie doch nur besser miteinander klarkämen. Tomaten sind halt voll gut, wenn man sie kocht. So, kann ich jetzt die Bürgermeisterwahl machen? Oder muss ich dafür noch seine Quest beenden? Kein Zutritt für Unbefugte. Da stehen die ganzen alten Sachen drin. Oh, du Bitch. Ich will den Shit haben. What the fuck? Dann mach die Quest welche? Ich hab die alle gemacht, oder? Fehlt da noch eine? Ist es das hier, was ich noch machen muss? Okay, okay, okay. Dann schätze ich, wir müssen zu der Frau mit dem Käse, ne? Ein Glück habe ich das gemacht, weil ich dachte mir erst so, hä, die ist bestimmt total unrelated. Stellt sich heraus, die ist die wichtigste Quest im ganzen Dorf. Wo war die denn nochmal? Vergessen, wo ihr Haus war. Es war da oben irgendwo, oder? Sie war bei diesem... bei dem Fluss irgendwo. By the way, ich lebe dafür, dass du jetzt schnell schwimmen kannst und während du schnell schwimmst, aus dem Wasser rauskommst. Es hat mich in Breath of the Wild wahnsinnig gemacht, dass das nicht geht. Dass er erst seinen schnellen Schwimmmove beenden musste und du es dann rauskamst, bei dem ein Ganon-Geist-Bosskampf bin ich einfach innerlich gestorben jedes Mal, wenn ich gegen diese scheiß Plattform geschwommen bin und das 8 Minuten gedauert hat, bis er sich entschieden hat, endlich aus dem Wasser rauszugehen, während dieser blöde Ganon-Kack-Move-Asshole-Bitch einfach seinen nächsten Move schon gemacht hat. Ah! Auf jeden Fall. Oh, hallo. Schön, dass du gekommen bist. Hier, sieh dir das mal an. Es ist ein echter Hateno-Käse, nach einem Rezept meines Urgroßvaters. Er ist unglaublich lecker. Er ist fest, aber schmilzt förmlich im Mund. Also, warum ich dich hergebeten habe? Ohne dich wäre das Rezept jetzt nochmal im Teich und darum wollte ich dir danken, indem ich dich als Ersten den Käse probieren lasse. Also, vielen Dank nochmal. Hier, nimm ruhig. Es gibt Käse. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass es Käse in Breath of the Wild gibt. Ich meine, Tears of the Kingdom. Offenbar hat mein Urgroßvater das Rezept für Athenokäse zusammen mit dem damaligen Bürgermeister entwickelt. Es war für unser Dorf gedacht, aber die Leute wussten nichts damit anzufangen. Aber nachdem ich den Käse jetzt probiert habe, bin ich mir sicher, dass die Zeit reif ist. Er wird die Welt im Sturm erobern. In letzter Zeit haben die Leute ihr Geld für eher für Mode ausgegeben. Wir hatten spürbar wenig Kundschaft, aber mit dem Käse könnte sich das Blatt nun wenden. Jetzt werde ich erstmal etwas umbauen. So, das hier hin? Nein, da drüben passt das etwas besser. Ja, so müsste das doch gehen. Holy shit! Was hältst du von der brandneuen Hateno-Käserei? Jetzt muss ich nur noch schnell dafür sorgen, dass der Käse auch im Krämerladen verkauft wird. Wenn du den Käse hier kaufst, mache ich dir auch ein besonderes Angebot, dass du mit Milch statt mit Geld zahlen kannst. Ich werde den Traum meines Urgroßvaters würdigen und diesen Bauernhof nah und fern bekannt machen. Und komm jederzeit gerne wieder vorbei. Kann ich den Käse nicht einfach klauen? Ich will kaufen. 20 Rubine kann ich dafür gerne ausgeben. Das ist mir der Käse wert. Ich glaube, ich würde mir weniger Sorgen darüber machen, dass der Käse vergiftet ist und mehr, dass er einfach falsch gemacht wurde.
Also anstatt, dass er vergiftet ist, dass er einfach jetzt nicht giftig ist, sondern einfach, ist er trotzdem giftig, wenn er, wahrscheinlich schon, oder wenn er einfach falsch gemacht wurde. Okay, Bro. Huch, Moment mal. Dieser einzigartige, beißende Geruch, ist das etwa, hat hier nur Käse gefällig? Das ist sie. Die Spezialität, die mein Großvater damals mit jemandem aus dem Dorf entwickelt hat. Hateno-Käse, genau so hieß das. Auf einmal fällt mir alles wieder ein. Verstehe, mein Großvater hat also mit jemandem vom Bauernhof daran getüftelt. Kaum zu fassen, dass es Rezept bis heute, dass es das Rezept bis heute gibt und dass Koyin den Käse ganz neu herstellen konnte. Das muss ein Zeichen sein. Wir sollten Hateno-Käse zu unserer neuen Spezialität machen. So ist meine Position als Bürgermeister weiterhin sicher. Den Käse kaufe ich dir selbstverständlich sofort ab. Oh, das hat sich gelohnt. Das war auf jeden Fall eine gute Investition. Stimmt so. Nun muss ich mich mit Koyin sofort um die Massenfertigung bemühen. Der Laden in Hateno und die Händler auf den Straßen werden ihn sicher sofort in ihr Sortiment aufnehmen. Da soll noch jemand den Grund finden, mich als Bürgermeister abzuwählen. Ich hoffe, ich sehe dich bei der Wahl. Die Bürgermeisterwahl beginnt bald. Und dank dir bin ich tipptopp vorbereitet. Ich werde gleich mal zu Sephora gehen. Wie ich hier einfach krass zweigleisig fahre und einfach beiden helfe, anstatt einfach sowas wie Loyalität zu zeigen und einfach nur für einen da zu sein. Endlich können wir wählen. Bürgermeisterwahl, wer gewinnt? Bla 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 bla. Wer wird Hateno führen? Kandidaten liefern sich in Kopf an Kopf rennen. Hey Mika. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Damit kann die Bürgermeisterwahl nun endlich beginnen. Das Wetter ist geradezu ideal, oder etwa nicht? Bitte alle auf den Dorfplatz kommen. Oh shit, es geht los. Ich möchte nun die beiden Kandidaten für das Bürgermeisteramt bitten. Ach so, ihre Reden zu halten. Es ging noch weiter. Ich bin Riedna. Die Natur ist tief in den Herzen der Leute hier verwurzelt. Sie macht uns frei und unabhängig. Wir arbeiten hart und werden reichlich dafür belohnt. Diese Lebensweise müssen wir uns unbedingt bewahren. Ich werde mich dafür einsetzen, dass neue lokale Spezialitäten wie der Hateno-Käse von hier aus der ganzen Welt, von hier aus die ganze Welt erobern. Und wie ihr alle wisst, heiße ich Sagono und ich habe mir in ganz Hyrule mit meiner Modemarke einen Namen gemacht. Aber das war erst der Anfang. Hateno soll zum Synonym für Stil werden. Zum Geburtsort aller neuen Trends. Oh, mit Gemüse lockt man niemanden hinter dem Ofen hervor. Die Mode hingegen bringt Wohlstand in unser Dorf. Und niemand kennt sich mit Mode so aus wie ich. Ha, Mode hat keinen Bestand. Im Moment mag dein Stil im Trend liegen, aber bald kräht kein Hahn mehr danach. Dann werde ich einfach einen neuen Stil kreieren. Ich unterliege nicht den Trends, die ich sehr... Ich beherrsche sie. Es reicht. Sephora. Wenn man euch zuhört, wird schnell klar, dass sie nur an euch denkt und nicht an unser Dorf. Sagono, gib zu, dass du schlichte Dinge mehr magst als alles Extravagante. Und dazu gehört Hatenos Gemüse. Ich weiß, dass du dich zuweilen nachts ans Vorratlager schleichst, um dort Gemüse zu verputzen. Wie bitte? Also, wieso sagst du denn sowas? Und was dich betrifft, Riedna, ich weiß, dass du dich heimlich in deiner Hütte mit Sagono-Mode beschäftigst. Du willst sie nutzen, um bei jungen Leuten das Interesse für dein Gemüse zu wecken. Aber woher? Sagono, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte dir von Anfang an danken sollen, dass du es geschafft hast, unser Dorf und seine Einwohner aufleben zu lassen. Aber nicht doch. Ich muss mich bei dir entschuldigen, dass ich zu stolz war, um dir die Wahrheit zu sagen. Trends sind wichtig, aber sie liegen auch in den Traditionen und der Kultur unserer Vorfahren begründet. Liebe Mitbürger, es tut mir leid. Mir tut es auch leid. Sephora, ich möchte meine Kandidatur zur Bürgermeisterin zurückziehen. Aber Sagono,
Wir haben es doch dir zu verdanken, dass unser Dorf derzeit floriert. Du kannst doch unmöglich... Du möchtest mit deiner neuen Gemüsesorte junge Leute ansprechen? Ich, die weltberühmte Sagono, werde dir helfen. Du hättest doch einfach fragen können, ob du helfen darfst. Liebe Mitbürger, lasst uns von nun an Tradition und Innovation vereinen. Beleben wir so gemeinsam unser geliebtes Hateno. Ich habe von zuvor an Clavia gehört, dass du am Ausgang der Dinge nicht ganz unbeteiligt warst. Dank dir ziehen in Hateno nun wieder alle an einem Strang. Ich möchte dir etwas geben. Bitte komm in der Boutique Sephir vorbei. Ach, ich finde, junge Leute an deinem Gemüse Interesse zu wecken, ist, also da muss man schon um 18 Ecken denken, damit das irgendwie falsch klingt. Ich habe schon mitbekommen, dass du heimlich mit Sephora gesprochen hast, aber dass du auch mit Clavia geredet hast. Nun ja, am Ende hat die Bürgermeisterwahl ja einen guten Ausgang angenommen. Du erinnerst dich doch an unser allererstes Gespräch hier. Dieser Sagono Deluxe ist die neueste Kreation der Marke Sagono und mein Meisterwerk. Diese luxuriös geschwungene Form, diese exzentrischen Farben. Hier stimmt wirklich alles. Diesen Hut kann ich nur jemandem überreichen, den ich für wahrlich würdig erachte. Ich nehme an, du verstehst, was ich sagen möchte. Würdest du diesen Sagono Deluxe annehmen? Du, der nicht nur Hateno gerettet, sondern auch Ridna und mich zur Vernunft gebracht hast? Nur du und niemand anders hat sich dieses perfekte Meisterstück als würdig erwiesen. Und versuch gar nicht erst, mir diese Entscheidung ausreden zu wollen, du kleine Unschuld vom Lande. Oh mein Gott! Los geht's! Work your fucking ass off, bitch! Los geht's! Dann setz diesen Sagono Deluxe nun auf und lass den Rest der Welt von Neid erblassen. Und nun eröffne ich meine Boutique Safe hier wieder. Sephora, mach dich bereit. Deine Hilfe wird gebraucht. Oh mein Gott. Was mich angeht, ich werde mich neu erfinden. Dafür werde ich mich als erstes meinem kuriosen Also schau vorbei, falls dir mal seltene Kleidung abhanden kommt, die es sonst in keinem Laden mehr zu kaufen gibt. Eventuell findet sich in meiner erlesenen Sammlung adäquater Ersatz. Oh, wir können den Kram endlich kaufen. Yes! Oh mein Gott! Work, bitch! Holy shit! Oh mein fucking Gott! Let's go! Oh mein Gott! Yo, los geht's! Das hat einfach... Mega gut! Lady Gaga einfach shitting and pissing and crying in the corner, so. Wig snatched. Damit kann ich endlich wieder Geschäfte machen. Die Boutique Sephir ist offiziell eröffnet. Man kann auch bei uns wieder einkaufen. Daher freuen wir uns auch weiterhin auf Ihre Unterstützung. Wir sind eine Boutique mit Schwerpunkt auf moderne Alltagskleidung. Von bequemen Stücken für zu Hause bis zu Rüstung für Soldaten. Unser Angebot weiß es zu schätzen. Oh, diese Kapuze. Ich überlege, ob es nicht stilvoller wäre, der Welt dein Gesicht zu zeigen. Wenn du möchtest, könnte ich, Sagono, bei deinem Outfit Hand anlegen. Na, was meinst du? Ach, sieh dich mal an. Das war genau richtig, meinem professionellen Rat zu folgen. Das ist mein Kuriositätenkabinett. Was für ein Assloch-Wort, Alter. Oh mein Gott. Ja, lass mal sehen. Was hast du denn so da? Okay, das ist auf jeden Fall spannend. Ey, das ist voll cool. Jetzt bin ich der Link vom Anfang, ne? Oh mein Gott, du hast recht. Aber ich glaube, dass...
Das Ding war blau und nicht weiß, aber trotzdem, sieht voll schön aus. Cooler Dude. Aber Zeit für ein Upgrade. Oh mein Gott. Yas, Queen, so. Zieh den Rock vom Anfang an. Warte. Gott, fühle ich mich fashion so. Vor allem mit dem Lippenstift einfach. Das ist wundervoll. Das ist das Beste. Wie kann man so perfekt sein? Oh mein Gott. Wie teuer ist der Dude hier? 2200? Seid ihr crazy, Alter? Oh mein Gott. Ich meine, das hier kann ich rechtfertigen, aber 2200? Dafür muss ich irgendwas verkaufen. Ach, das finde ich auch. Ja, dann kaufe ich es nicht. Sekunde, aber dann kann ich zumindest den Dude gerade mal anziehen. Und dann kann ich den Dude gerade mal weiß färben. So, Kleidung färben. Ich möchte färben. Mal schauen, ob ich jetzt auch die Haare einfärben kann. Das wäre auf jeden Fall witzig. Das ist okay. Ah, jetzt färbe ich die Hose schon wieder mit ein, ne? Das will ich gar nicht eigentlich. Ach, was soll's. Ist schon okay. Wenn das nicht Stylomatico ist, dann weiß ich auch nicht. Stell dir vor, du wachst morgens auf und siehst einfach das hier. Und bist einfach instant verliebt, so. Holy shit, das ist halt... Das ist auf jeden Fall... Work, einfach. Sehr schön. I love it.